Sängerin von Kalle Kascha aus Nazan. Mein Name ist Ines Scheibe. Ich bin Vertreterin des Humanistischen Verbandes und als Leiterin der Humanistischen Schwangerschaftskonfliktberatung und Mitglied des Bündnisses Sexuelle Selbstbestimmung gebeten worden, die Begrüßung und die Einführung in diese Kundgebung zu übernehmen. Neben mir steht Sibylle Schulz. Sie ist Geschäftsführerin des Familienplanungszentrums Balance Berlin und wir beide fungieren heute als Moderatorin. Wir sind die Sprecherin des Bündnisses. Es freut uns sehr, in diesem Jahr ein so breites Bündnis Berliner Organisationen und Einrichtungen aus dem Bereich Gleichstellung, Frauen und Gesundheit sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik für die heutige Kundgebung geknüpft zu haben. Mit der heutigen Kundgebung möchten wir ein öffentlich sichtbares Zeichen des Widerstandes setzen gegen die zunehmenden Versuche von Abtreibungsgegnern, das Recht der Menschen auf sexuelle Selbstbestimmung in Deutschland und in Europa politisch und gesellschaftlich in Frage zu stellen. Seit Jahren mobilisieren konservative, vor allem religiös motivierte, gut organisierte christliche Fundamentalisten mit Erfolg in zahlreichen Städten zu Schweigemärschen, um für ein europaweites, totales Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zu werben. In diesem Jahr, heute zeitgleich, findet in Berlin der 6. Marsch für das Leben der christlichen Abtreibungsgegner statt. Beginnend vor dem Bundeskanzleramt ziehen die konservativen Kräfte, unterstützt von Nationalgesinnten, ihren Schweigemarsch und der frauenrechtsverletzenden Forderung mit der Losung Ja zum Leben für ein Europa ohne Abtreibung und ohne Euthanasie durch die Innenstadt von Berlin. Sie verbreiten Lügen, Mythen über die Anzahl und die Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen, kriminalisieren, stigmatisieren Frauen, die sich für eine selbstbestimmte Familienplanung einsetzen und vertreten rigide Sexualmoral. Das wollen und können wir nicht unwidersprochen lassen. Deshalb führen wir diese zweite Kundgebung in diesem Jahr durch. Wir wollen wieder deutlich, hörbar und sichtbar das Recht der Frauen auf sexuelle Selbstbestimmung und Familienplanung sowie das Menschen- und Grundrecht auf Vielfalt der Lebensentwürfe einfordern. Mit dieser Kundgebung wollen wir den organisierten christlichen Fundamentalisten zeigen, dass wir uns gegen ihre totalitären Ziele wehren. Den Menschen in unserem Lande wollen wir verdeutlichen, wir lehnen jegliche religiöse Bevormundung durch christlichen Fundamentalismus ab. Wir treten für ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Kultur, weltanschaulicher, religiösen Werten, unabhängig von sexueller Identität und Orientierung, von ökonomischen, sozialen Status und von Menschen mit und ohne Behinderung ein. Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Wir wollen leben und lieben ohne Bevormundung. Zu unserem breiten Bündnis gehören neben dem Familienplanungszentrum Berlin, dem Humanistischen Verband, folgende Organisationen und Einrichtungen und Gruppierungen. Der Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie, Gesellschaft, AKF e.V., die Pro Familia Berlin, Pro Familia Brandenburg, der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, Terre de Femme, die Organisation für Menschenrechte der Frau, die Giordano-Bruno-Stiftung, das Netzwerk Frauengesundheit Berlin, die Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten der Berliner Bezirke, das multikulturelle Frauenzentrum SUSI, das Frauenzentrum EVA, die Lesbenberatung, der deutschsprachige feministische Blog Mädchenmannschaft e.V., der Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen und die Partei Die Linke, Landesverband Berlin.
Wir freuen uns sehr über die kulturellen Beiträge, die hier die Trommelgruppe Kalikascha aus Marzahn sowie, falls sie noch eintreten, die Tänzerinnen aus dem Jugendzentrum Betonia vom Kinderring e.V. Berlin, auch aus Marzahn hier zwischendurch zwischen den Redebeiträgen leisten werden und für gute Stimmung hoffentlich sorgen. Wird uns helfen. Dankeschön. So. Ich sehe auch mit Sorge, dass sogenannte Lebensschützer, Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, unter Druck setzen. Ich sehe mit Sorge, dass sie vor Arztpraxen und Kliniken demonstrieren, dass sie Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, verunsichern. Und ich sehe auch mit Sorge, dass selbst Ärzte und Ärztinnen von ihren eigenen Wertvorstellungen zu Beeinflussungen von Patientinnen geraten. Das darf es mit, ist mit dem ärztlichen Ethos nicht vereinbar. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die christlichen Fundamentalisten und militante Abtreibungsgegner vom Bundesverband Lebensrecht und andere marschieren wieder, wie letztes Jahr. Nicht nur für Feministinnen ist das eine Zumutung, sondern für uns, für jede Frau. Und wir müssen, denke ich, wurde ja auch hier von Mechthild nochmal ganz deutlich gesagt, über unseren Körper selbst bestimmen. Es ist höchste Zeit, dass wir uns gegen den christlichen Fundamentalismus, der fast in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, tatsächlich zu Wehr setzen. Ich möchte mich auch hier gar nicht großartig wiederholen. Mechthild und Evrim, wir kennen uns schon sehr lange, haben es ja eigentlich schon gesagt, worum es geht. Gleich wird hier irgendwie so ein kleines Grüppchen vorbei marschieren, die etwas merkwürdige Ideen haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zu der Erstunterzeichnung aufgefordert wurde für diesen Aufruf dieses wunderbaren Bündnisses. Und ich habe das gerne gemacht und man hat auch gefragt, sag mal, warum du das hier unterstützt und warum du hier auch mitdemonstrieren willst. Und es ist mir wirklich ganz leicht aus den Fingern geflossen, weil ich gesagt habe, ich wehre mich als Frau, als Mensch, der hier in Deutschland lebt und der unter dem Schutz der Verfassung lebt, einfach dagegen, dass fundamentalistische Quartalsirre heute im Jahr 2013 immer noch glauben, mir oder meinen Kolleginnen hier vorschreiben zu können, wie wir zu leben haben. Das geht nicht und deshalb ist Wehrhaftigkeit hier Bürgerin und Bürgerpflicht und ich freue mich, dass ich doch hier eine erkleckliche Anzahl von Leuten sehe, die da solidarisch sind. Netzwerk Frauengesundheit Berlin hierher begrüßen. Sie wird ihre Grußworte vom Netzwerk Frauengesundheit Berlin in englischer Sprache uns bringen. Hello, thank you. Thank you. Yes, I'm Professor Kaczmarczyk from the Charité from Berlin, and I'm here to speak for our English-speaking friends for the Netzwerk Frauengesundheit. Was the Netz better? For the Netzwerk Frauengesundheit Berlin, a women's health network, and the Arbeitskreis Frauengesundheit, a German-wide association for women's health. I would like to let our English-speaking friends know that we are demonstrating here today against any efforts by the government or by anyone else, for example the people with the white crosses over here, to restrict women's control over their reproductive choices by making abortion illegal or inaccessible. The family planning of women and men must be their own free decision without any type of discrimination. Vergewaltigung.
Thank you.